So, ihr fahrt jetzt mal rauf. Gruppe 2 stellt sich dahin. Vorsichtig dem Gebiet nähern. Vorsichtig. Ganz vorsichtig. Zu viel, zu vorsichtig. Zum Glück wollte ich nicht den Überraschungseffekt nutzen und muss leiser vorgehen. Ich hab's wieder umgestellt, ne? Ja. Ah, den Turm können wir nachher in die Luft jagen. Jetzt müssen erstmal die Bunker dran glauben. Was ist da? Sieht mir komisch aus. Ja, stell dich genau davor. Schon recht, hast schon recht. Warum auch irgendwie wegen Abstand halten, aus der Entfernung angreifen? Nein, fahren wir doch direkt davor. Ah, oh, reparier den Typen mal. Ob jagt den Bunker in die Luft. Die Häuser wackeln. Die wackeln halt echt. Cool. Zwar ziemlich unrealistisch, aber cool. Geil. Jagen wir den Turm da noch in die Luft, komm. Warum jagt den Turm da in die Luft? Und jetzt Bunker. Warum weißt du nicht zurück? Solltest du nicht zurückfahren? Zum Glück haben wir halt irgendwie Einheiten, die sie mir entgegenwerfen, aber ich habe nicht mehr viel Zeit und wenn da noch Mords was kommt. Schwierig, schwierig, schwierig. Komm, ich will doch nur den Scheiß einen Bunker in die Luft. Nett, die Gebäude. Ja, die können ja... Und warum rennen die alle gleich wieder zur Runde? Warum? Oh, kann man denen irgendwie Position zuweisen, wo sie hinfliehen sollen? Nein, geht nicht. Scheiße. Was macht ihr überhaupt? Ihr steht doch da nur rum. Oh, das ist doch nicht euer Ernst. Ihr steht die ganze Zeit nur rum und macht nichts. Ja. Sobald ich das mache, fahren sie wieder runter. Geil. Fahrt ihr da drauf? Hallo? Ihr seid doch so selten dämlich. Ihr seid echt selten dämlich. Nein. Sie drehen aber auch nicht um. Nein, sie fahren erst wirklich da runter. Junge. Dann auf. Ach, fick dich doch! Da repariert den Idioten. Oh, komm. Ich hab doch nur noch eine Viertelstunde. Mann! Was machen die mit Absicht? So, jetzt fährt er wieder dann auf. Ja. Geil! Oh, wer hat sich das ausgedacht? Warum kann man das nicht festlegen? Verdammte Scheiße! Ich hätte ihn mit Reifen bauen sollen, sie schneller sind. Oh Mann. Forschen kann ich in der Zeit auch nichts. Ach. Fick dich ins Knie. Da reparier lieber mal was Vernünftiges. Irgendwas, was kaputt ist. Warum gibt's die nicht mit selbstständiger Reparatur? Das wäre mal sinnvoll. Na komm, wer grün? Wer hat grün? Hallo? Warum? Nein! Was fährst du jetzt dann unter? Du bist doch grün! Oh, du bist so selten dämlich. Das gibt's doch einfach nicht. Wie dämlich sind die Einheiten? Nee. Nee! Muss ich da erst irgendwas erforschen? Intelligenz-Upgrade oder sowas? Oh, Mann.
So, genug repariert. Ihr greift mich an. Scheiß drauf. Ich habe keine Zeit mehr für so einen Scheiß. Na komm, bewegt euch mal wegen. Boah, bin ich froh, dass ich keine Ketten gemacht habe. Hallo. Jag den Bunker mal in die Luft. Ja, doch. Machen schon schön Schaden. MG-Bunker. Dich kriegt er natürlich platt, ja. Geil. Cyborgs können echt nichts gegen. Oh, die können gar nicht zurückschießen. Ah, ich sag ja, Flammenwerfer sind total nutzlos. Hat er eben noch was? Ne. Ja, repariert ihn mal. Oh, herrlich, die können nicht zurückschießen. Wie schön ist das denn? Schön. Außer natürlich irgendjemand, einer ist jetzt so blöd und fährt direkt dahin. Was? Keiner ist so blöd und fährt direkt an den Bunker hin? Da stimmt doch irgendwas nicht. Jetzt ist irgendwas kaputt. Jetzt passt wieder irgendwas nicht mehr. Ich schätze gleich wieder ab. Brumm. Error, Blue Screen. Die ganze Festplatte wurde gelöscht. Pech gehabt. Öl. Ich will Öl. Ich will die Ölfässer. Heißt das, die vier Dinger bewachen nur die Ölfässer? Egal. Oh, da repariert noch wegen. Ja, schön. Ja, verdammt, ich hätte reparieren lassen können, während ich die angreife. Ach, ich Depp. Ich bin so schlau. Ja, ich weiß. Ich bin ein Genie. Haha. Am Rande des Wahnsinns. Manchmal auch schon ein Stück weiter. Ja, das da mal noch in die Luft. Macht dieses blaue Zeug überhaupt was? Oder ist das bloß so für die Einheiten da? Damit die wissen, wo sie hinschießen müssen. Puh, keine Ahnung. Oh. Zwei, ich stelle sie jetzt mal dahinter. Ah, was soll ich Platz hier machen? Ist ja nicht mehr schön. Was? Jetzt halten diese billigen Gebäude schon mehr als einen Schuss aus. Und von hinten. Überraschung von hinten. Überraschung. Na komm. Pff, der schießt aber zurück. So lobe ich mir den Feind. So muss das immer sein. So, jetzt machen wir erstmal den Platz hier. Nein, dahin. Oh, da hinten ist auch noch was. Keine Ahnung, bringt das überhaupt was? Ich hoffe mal, das bringt Erfahrung. Was? Achso. Bin ich immer noch auf 2? Nein. Bin auch schon wieder auf 1. Gut. Spiel speichern. Da. So, was ist da noch? Ist da überhaupt noch irgendwas? Ja, noch was in die Luft sprengen. Reißen wir es für die Stadt wegen nieder. Komme ich denn da hin? Ah, da kann ich einmal rumfahren, ne? Ja, ich kann da rumfahren und da ist dann Wasser. Und dann kann ich nicht weiter. Doch, ich kann weiter. Ja, ich kann einmal rum. Ah, kann ich die befehligen? Nein! Sie sehen mich wahrscheinlich nicht, weil ich zu weit weg bin. Und weil Funk auch nicht über so eine gigantische Entfernung funktioniert. Und fahrt ihr jetzt alle mal darüber? Sie sehen mich wahrscheinlich nicht, ja. Macht die mal platt, genau. So. Na komm. Oh, ihr seid so viele. Das sind bloß 2. Und hier steht ein Commander, der ewig befördert ist schon. Man kriegt überhaupt seine nächste Beförderung. Wahrscheinlich erst ewig spät wieder. Noch 8 Minuten. Ich hätte auch einfach reinfahren können, sehe ich gerade, ne?
Egal, ich will es noch ein wenig spannender machen. Aber ich speichere es sicherheitshalber mal da. Für den Fall der Fälle lade ich dann einfach den da. Kommt. Was? Oh, die stehen da. Die stehen da. Oh, und ich sehe sie nicht. Ja, wie denn auch? Das Gebäude war davor. Ach, so eine Scheiße. Jetzt sollen das Gebäude einebnen. Ja, doch auch, aber doch nicht jetzt. Man muss Prioritäten setzen. Wisst ihr denn das nicht? Ich muss sagen, so wirklich drauf haben sie die nicht, ne? Nein, nein, nein! Oh, du Vollidiot! Nein, ich will ihn nicht verlieren. Der läuft da jetzt durch die ganzen Einheiten zurück zum scheiß verfickten Landungspunkt. Aber echt, das... Oh. Kann man sich einstellen, dass die nicht dahin laufen, sondern irgendwo anders hin? So, machen wir es so. Was? Warum laufen die jetzt auf einmal weg? Das haben sie doch vorhin auch nicht gemacht. Was soll denn der Scheiß jetzt? Super, er stellt sich natürlich ganz vorne hin. Was? Was zur Hölle? Oh nein, die haben da unten eine Basis und... Und warum fährst du nicht weg? Was soll der Scheiß? Warum bist du jetzt... Was? Warum bist du dem Kommando nicht mehr zugewiesen? Hau präparier! Ich sag jetzt mal gar nichts. Gott, hoffentlich muss ich die nicht vernichten da unten noch. Oh, in der Restzeit, ja. Das wird nichts. Das wird nichts. Geil. Na komm! Oh, warum sind MGs stärker gegen die Viecher als Raketen? Oh, und der ist gleich tot. Vernichtet ihn halt. Na also. Kann man das nicht irgendwie zuweisen, dass die nicht mehr dahin laufen? Sondern einfach irgendwo hin, wo es sicher ist? Nein, natürlich nicht. Laufen die echt durch die mitten durch die Feindbasis? Das sind Türme und alles, aber wir laufen einfach durch. Uns egal, wir sind echte Männer. Uns kann man mit ein paar Raketen, die auf uns schießen, nicht stoppen. Da brauchen wir schon Atombomben, um uns zu stoppen. Ja. Yeah. Oh Mann. So, einebnen, ein. Okay, Flammenwerfer kann ich zurückschießen, den dürfte kaputt schießen. Der kann nicht zurückschießen. Ah, es ist so schön, wenn der Feind nicht zurückschießen kann. Das sollte man primär einführen in Strategiespielen, dass der Feind nicht zurückschießen darf. Da würden